Da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mit 12 Fakten über die Wagadu-Zauberschule der Wizarding World. In der Hoffnung, wie immer, dass ihr den ein oder anderen Fakt davon noch nicht kanntet, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei Wagadu um eine Zauberschule, genau genommen um eine afrikanische Zauberschule, die im Grenzbereich zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Uganda liegt. Fakt Nummer 2. Der genaue Aufenthaltsort der Zauberschule liegt im sogenannten Ruwenzori-Gebirge, im Original auch Mountains of the Moon genannt. Dabei handelt es sich um das dritthöchste Gebirge Afrikas mit einer Höhe von sage und schreibe 5109 Metern. Aufgrund dieser Lage war die aus massiven Stein erbaute Schule oft von Nebel verborgen. Fakt Nummer 3. Die Wagadu-Zauberschule nimmt Studenten aus ganz Afrika auf. Fakt Nummer 4. Ähnlich wie Hogwarts wurde auch die Wagadu-Zauberschule vor ca. 1000 Jahren erbaut und obwohl es damals eine ganze Reihe unterschiedlicher Zauberschulen in Afrika gab, setzte sich Wagadu gegen alle anderen durch und erlangte auch international hohes Anerkennen. Fakt Nummer 5. Besonders versiert waren die Wagadu-Studenten in den Fächern Astronomie, Alchemie und Selbstverwandlung, da diese Fächer auf Wagadu besonders stark gefördert wurden. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Zauberstäbe waren eine europäische Erfindung und unter den afrikanischen Studenten auf Wagadu nicht sonderlich verbreitet. Die Studenten zogen es vor, ihre Magie zauberstablos zu erlernen. Fakt Nummer 7. Wagadu hatte eine einzigartige Methode, um neue Studenten zu informieren, dass sie auf Wagadu angenommen wurden. Während Hogwarts-Schüler einen Brief von einer Eule überbracht bekommen, werden Wagadu-Studenten von sogenannten Traumboten informiert. Diese Traumboten werden vom amtierenden Schulleiter losgeschickt und erscheinen den Personen im Schlaf und hinterlassen ein Zeichen, meist in Form eines beschrifteten Steins, den die Person am nächsten Morgen in ihrer Hand vorfindet. Fakt Nummer 8. Studenten der Wagadu-Zauberschule hatten einen ziemlich unfairen Vorteil bezogen auf das internationale Geheimhaltungsabkommen, denn während zum Beispiel britische Zauberer durch ihren Zauberstab überführt werden konnten, wenn sie unerlaubt außerhalb der Schule zauberten, hatten Wagadu-Studenten das Glück, zumeist nur mit ihren Händen zu zaubern, was die Nachverfolgung von Regelverstößen enorm erschwerte. Fakt Nummer 9. Zu den bekanntesten Absolventen der Wagadu-Zauberschule gehörte der Zauberer namens, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Babayede Akangebade. Oder doch Babayede Akingbade? Naja, egal, der bis heute der letzte bekannte Träger des Titels Ganz Hohes Tier der Internationalen Vereinigung von Zauberern ist. Er löste 1995 seinen Vorgänger Albus Dumbledore ab, der eine Intrige des britischen Zaubereiministeriums zum Opfer fiel. Fakt Nummer 10. Ebenfalls besonders an der Wagadu-Zauberschule ist, dass Studenten im Alter von 14 Jahren die Animagus-Fähigkeit erlernen. Zu den häufigsten Animagus-Verwandlungen gehörten der Elefant und der Gepard. Fakt Nummer 11. Beim sogenannten Internationalen Symposium der Animagi handelt es sich um ein Treffen internationaler Animagi, welches in unbekannten Abständen stattfindet. Zuletzt 2016, wo die Wagadu-Schule für Aufruhr sorgte, da viele ältere und erfahrenere Hexen und Zauberer sich von den Teenagern bedroht fühlten, die sich nach Belieben in Elefanten und Geparden verwandeln konnten. Und Adrian Tudley, dessen Animagus-Form eine Rennmaus war, reichte eine formelle Beschwerde bei der Internationalen Zauberervereinigung ein. So ein Boomer. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 12. Von allen 11 bekannten Zauberschulen der Wizarding World war die Wagadu-Schule die größte. Aber wie wir alle wissen, es kommt nicht immer auf die Größe an. Ja, das waren meine 12 Fakten über die Wagadu-Zauberschule in Afrika. Wie immer in der Hoffnung, dass ihr den ein oder anderen Fakt noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Ihr habt Langeweile oder wollt euch noch mehr mit der Wizarding World auseinandersetzen? Dann macht das gerne über die unten verlinkte Playlist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, genießt ihn und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!